Hallihallo, Hallöde. Willkommen zurück zu FIFA 18 The Journey Hunter Returns. Ich habe gerade ein Stream-Update hier durchgelaufen. Oh Gott, das ist ja ein PNG jetzt, wenn man auf Rec drückt. Ja, also es blinkt so. Müsst ihr euch mal angucken. Ihr könnt es jetzt gerade nicht sehen. Es ist bei mir spät. Es ist bei mir 23:19 Uhr. Ich war den ganzen Tag unterwegs. Muss morgen wieder früh aufstehen. Brauche aber noch ein Video. Deshalb nehme ich am besten gleich zwei auf. So. Was hinter mir gebracht ist, ist hinter mir gebracht. Ja, ich habe Unsere Fans wollen in jeder Saison Titel. Ja. Und Erfolg hat man nur mit hartem Training und vollem Ich Einsatz. weiß. Aber wir sind ja auch voll in der Startelf, wie man da. Meine Maus sieht hier gar nicht. Egal, Heute sehen trainieren kann. wir das 1 gegen 1. Ich will Kannst Intensität doch, wie im schieß hier auch Spiel extra sehen. raus. Gebt alles an. Ja, ich mach. Ich hatte so mein erstes VR-Erlebnis heute, weil wir von der Arbeit aus einen Teamabend hatten. Exit VR mit Huxley. Los, präzise Pässe! Ich hasse das, wenn ich irgendwas mit Dings machen muss mit. Ach, jetzt musste ich da oben lang, ja. Hä? Forza! 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 Hä? Drauf! Drauf! Ach, ich musste wahrscheinlich wieder in die andere Richtung. Ich hasse das. Einsatz, ich will Einsatz sehen. Ja, da bin ich raus. Tja. Das kann ich halt nicht. Muss ich jetzt machen? Ich hab nicht aufgepasst. Musst du doch ins Tor schießen, oder? Run, run! Ja. Voller Einsatz! Los jetzt, los jetzt! Tor. Wow. Los, immer alles geben! Mach ich doch. Nur nicht heute. Los, präzise Pässe! Pling. Forza, forza, forza! Furze. Hä? Schon Beistand. Du Dummkopf. Ich kann einfach. Es gibt Sehr gut. so Genau diese Trainingsmomente, die kann Intensität ich will ich nicht. auch im Spiel. Ja, wir haben total verkackt. Das war keine Intensität. Ich glaube, ich mache doch nur ein paar, wenn es zu schlimm wird. Nein, ich werde zwei machen. Weil ich glaube, ich habe morgen Abend auch keine Zeit. Und, also ich habe da ein bisschen Zeit, aber vielleicht, aber nee.
Let's go. Wir spielen in Bayern. Also in München. In der Allianz Arena. Gegen den ersten FSV Mainz 05. Nice. Mainz in Blau. Wir nicht. Denn das jetzt hier? So, einfach mal ein bisschen langsamer. So. Und so nicht. Ich freue mich übrigens auch schon auf das neue Format, was wir hier bald bringen. Habe ich ja schon angekündigt. Und zwar Road to Moskau. Extra zur WM. Das ist sowas ähnliches, hat man bei der EM ja auch. Da hatte ich es noch mit einem Patch gemacht. Weil das ja nicht. Weil bei der EM hatte ja Konami die Lizenzen bei der Pro Evolution Soccer und nicht FIFA. Und bei der WM 2016, wo wir ja das erste Mal im Prinzip gemacht haben, sowas, da hatten wir ja. Ja, bei der WM 2014 natürlich. Da hatten wir ja das mit Ultimate Team dann durchgemacht. Da gab es ja hier bei FIFA 14 irgendwie so einen Ultimate Team Modus. War nicht so berauschend. Mal sehen, es kann sein, dass bei FIFA 19 sogar Champions League Lizenzen oder Europa League Lizenzen denn da sind, weil Konami hat die wohl auch verloren. Muss man mal gucken. Wäre ich übrigens würde ich gut finden. Ich war halt auch nie so der Pro Evolution Soccer Freund. Wobei ich das Gefühl habe, dass es vielleicht sogar E-Sport technisch noch etwas einfacher wären, wenn die jetzt nicht so diesen Ultimate-Team-Modus da nehmen würden. Wirklich für E-Sport. Weil du wirfst da Geld im Prinzip rein. Gut, du bekommst Geld, aber um das dann wieder auszugeben in neuen Karten im Prinzip. Um halt gute Spieler zu bekommen. Weil sonst klappt es ja nicht. Man braucht ja gute Spieler. Und die musst du dir ja irgendwo noch erkaufen. Weil sonst sind nämlich die Spieler scheiße. Und dann hast du nicht immer noch Glück mit den mit deinem eigenen Spielstil, musst du auch gute Spieler haben. Das ist einfach nervig. Deshalb, liebe E-Sportler, FIFA, nee. Das kann man ja nicht mehr als E-Sport nennen. Ich würde das eher in eine extra Sparte packen. Vielleicht E-Zocker oder so. Oder E-Geld ausgeben. Ah, E-Zocker. Ich habe den Begriff jetzt einfach mal für was Negatives genommen. Gut. Grüße gehen raus an den DFB.
Spiel fortsetzen. Ich bin echt ein bisschen übermüdet, also wenn hier heute alles daneben geht. Also ich habe noch nicht geschlafen, muss ich dazu sagen, das kommt ja noch. Ich bin ja gerade erst im Prinzip vom VR-Erlebnis zurück. Plus ein paar Startversuche hier am Rechner, ne, um hier den Stream Deck noch zu updaten. Origin läuft ja auch nicht immer irgendwie gleich beim ersten Mal. Das, wenn ich das starten will, weiß ich auch nicht warum. Aber es liegt definitiv in Origin. Das kann nicht an meinem Rechner liegen. Wenn nur das Probleme macht. Nicht zum Beispiel Steam. Weil das startet immer fleißig mit gleich. Sondern normalerweise Origin auch, macht's aber nicht. Und ich weiß nicht warum. So, jetzt gibt es noch mal ein paar Anweisungen. Ja. Hol dir zwei Vorlagen. Ich bin eigentlich mal schon froh, wenn ich überhaupt mal einen Torsch irgendwo hier reinkriege. Jetzt müssen sie auch noch alle aus Vorlagen von Alexander bestehen. Im Vorfeld merkst du selber, dass es nicht geht, ne? Vor allem sind da immer wieder irgendwelche Füße im Weg. Komischerweise gibt es ja auch gar keinen Kommentator, also keinen Stadionsprecher, meine ich. Wie zum Beispiel in England oder in UK. Es kommt auf einmal die Auswechslung gedroht, ja. Habe ich gerade UK gesagt, natürlich USA. Hey, jetzt wollen wir eigentlich auch nicht mal auswechseln, ne? Und jetzt werden wir wahrscheinlich ausgewechselt. Ja. Falls die Frage wieder kommt. Ich darf noch nicht mal mitspielen. Du darfst es mir nur angucken.
Welche Logik? Tor. Tauben sind wir draußen, klar. Tauben dürfen wir nicht mehr selber spielen, klar. Nachtsinn. Für Bayern München. Der gewinne das Spiel, ja. Damit habe ich aber nicht viel gemacht, ne? Ich muss ja auch erstmal wieder ein bisschen klarkommen. Das ist nicht so einfach. Naja. Was haben wir hier noch? Brüllender Bär. Alles klar. Und hier sind wahrscheinlich wieder Schuhe. Naja. Immer das Gleiche. Training. Ich glaube, ich werde danach keinen Part Nur mehr der aufnehmen. Sieg zählt. Heute trainieren Ich wir werde knallhart. sterben. Andiamo. Weil wenn ich schon Heute üben merke. wir das 1 gegen 1. Also wenn das Training jetzt wirklich auch noch schief geht, werde ich definitiv keinen Part mehr aufnehmen. Oder nicht so läuft, wie das ich mir vorstelle. Drauf, drauf! Ja, lass mich in Ruhe. Was ist das denn jetzt? Andiamo! Jetzt haben wir mal was gewonnen. Hart trainieren, hart spielen, gewinnen. Ganz einfach. Danke für euren Einsatz. Bitte. Ne, ich ganz ehrlich. Ich bin fertig mit der Welt. Hoffenheim, hat man nicht erst letztens gegen Hoffenheim gespielt? Ich werde den Part jetzt beenden. Ich werde morgen das andere Video auf. Ich kann sonst nie mehr. Und vielleicht werden wir dann nochmal ein bisschen besser spielen. Machen wir es so. Wir machen es einfach so. Ist für euch ja im Prinzip auch egal, ob ich das jetzt aufnehme oder später.
Ne? Es kommt ja eh nur ein Tag pro, ein Part pro Video. Pro Tag. Also, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.